Linksextreme stürmen Fernsehsender. Angriff auf Moderator, weil er mit rechten Politiker sprach. Athen. Im Fernsehen werden regelmäßig Politiker zu Talkshows eingeladen, sowie Interviews mit Politikern geführt. Dabei kommen fast alle politischen Parteien zu Wort, auch linke Parteien. Das Recht, welches Linke gerne für sich beanspruchen, sprechen sie jedoch dem rechten Spektrum ab. Laut linker Ansicht dürfe rechten Politikern im Fernsehen kein Rederecht eingeräumt werden. Der griechische Fernsehsender Epiros TV1 lud aufgrund des aktuellen Parlamentswahlkampfes in dieser Woche jedoch auch einen Politiker der rechten Partei Goldene Morgendämmerung ins Studio ein. Dies nahmen 17 vermummte Linksextremisten zum Anlass und stürmten am Freitagabend während einer Nachrichtensendung das Fernsehstudio. Dabei bewarfen sie den Moderator Furhas mit Joghurt und Eiern. Mit dem Angriff wollten sie den Moderator bestrafen, weil er den rechten Politiker ins Studio eingeladen hatte. Der Moderator versuchte vergeblich, die Wurfgeschosse abzuwehren. Sein Anzug sowie der Laptop wurden massiv getroffen. Allerdings ließ er sich nichts anmerken, säuberte seelenruhig seinen Laptop, zog sein Jackett aus und wendete sich wieder dem Publikum zu. Im Mai soll in Griechenland ein neues Parlament gewählt werden. Die rechte Partei, Goldene Morgendämmerung, kommt in den Umfragen auf mehr als 5% der Stimmen.